So Leute, ich hatte hier gerade ein kleines Problem. Ich habe hier ein Video gemacht und dann gab es ein Netzwerkproblem und das Spiel hat abgekackt. Da dachte ich, muss ich das halt nochmal machen. Aber das Tuning werde ich jetzt halt nicht nochmal machen. Ihr habt ja alles gesehen, bis auf den Sticker hinten. Da habe ich mich jetzt für diesen entschieden. Und damit es ein bisschen cool kommt, habe ich auch noch die andere Seite entfernt und habe diesen Sticker angebracht. Auf beiden Seiten. Und ich finde, das sieht jetzt ein bisschen, naja, luxuriöser aus, ein bisschen cooler. Und ja, dann werden wir jetzt das Glück versuchen, beziehungsweise ich hoffe, dass ich Glück habe und das Rennen jetzt vernünftig fahren kann. Das ist natürlich, so. Das ist natürlich der Nachteil bei einem Spiel, wenn man die ganze Zeit online sein muss, dass es da ab und an mal einen Fehler gibt. Warum das bei Need for Speed nun so ist, dass ich hier immer online sein muss, weiß ich nicht. Es hat für mich keine Verbesserungen bzw. irgendwelche Vorteile, wenn ich hier online bin. Eigentlich nur Nachteile. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss, aber das ist Murks. Das ist Quatsch. Das ist einfach, naja. Vor allem, wenn die irgendwann mal ihre Server abschalten, dann ist das Spiel für den Arsch, verstehst du? Dann kannst du ja nichts mehr machen. Kannst du wegschmeißen mit dem. So, jetzt sind wir aber erstmal bei der verrückten Tour, die wir jetzt einfach mal beginnen. Ja, was sich die Entwickler dabei gedacht haben mit ihrem komischen Online-Zwang, das ist mir ein Rätsel. Und ich glaube auch nicht, dass die das irgendwann noch rausquetschen werden. Das wird wohl so bleiben. Jetzt haben die sich hier auch ungefähr 2 Wochen nicht zu Wort gemeldet. Also sonst hast du ja, wenn du das Spiel startest, steht da unten immer irgendwelche News. Und da gab es jetzt 2 Wochen nichts. Also ich weiß nicht. Nicht, dass die das jetzt hier schleifen lassen. Das wäre schade. So, zweiter Platz. Aber irgendwie ist der Porsche ein wenig träge. Was passiert da immer nicht? Nicht so richtig jedenfalls. Ah. Guck mal, gerade mal 180 hier, Alter. Nicht mal 180. Gut, geht ein bisschen bergauf, aber. Scheiß mal drauf. Da muss mehr gehen. Immer noch Zweiter. Aber wir kommen mit dem wenigstens vernünftig um die Kurven. Das ist schon mal ein Vorteil. Helle. Helle, ich zieh dich ab. Sehr gut. Boah, er rammt mich erstmal. Also schon über die Hälfte geschafft in diesem Rennen. Ui. Jetzt durch hier los. Ich weiß nicht, was mit dem Auto los ist. Irgendwie. Überzeugt der mich noch nicht so. Ganz
Und gar nicht eigentlich. Aber ein abschließendes Urteil erlaube ich mir erst, wenn alle Teile drin sind. So, jetzt sind wir gleich durch mit dem Rennen. Und dann werde ich in die Garage und dann werde ich den mal hier richtig tunen, um zu gucken, ob der endlich mal schnell wird. Ich meine, gewonnen haben wir jetzt so oder so, aber ich will mehr. Ab in die Garage. Jetzt werden wir ihm auch gleich dann das Bodykit geben. Sieht zwar so alles ganz nett aus, aber auch da will ich mehr. Also ich hoffe natürlich, dass da ein schönes Bodykit drin ist. Oh, haben wir schon. So, ihr werdet sehen, er wird wahrscheinlich an die 1000 PS haben. Denke ich zumindest mal. Dup, dup, dup. Wahrscheinlich über 1000 sogar. Ah, guck mal, jetzt hat er 720 fast. Ist eigentlich schon ziemlich zügig. Okay, 1100 PS können wir rausholen. Ich nehme immer den, der ist eigentlich ganz gut. Den nehme ich mal ganz kurz. Und dann vergleiche ich mal, ob es einen gibt, der besser ist. Nee. Oh, 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 oh. Dieser Kompressor ist eigentlich nicht schlecht. 1,8 Sekunden. 1,83. Okay, ist eine Sekunde nochmal schneller. Aber ich würde eigentlich gerne beim Turbo bleiben. 8,87. Und mit dem brauche ich dann doch 9,1 Sekunden auf in einer Viertelmeile. Ja, nee, dann lasse ich den. Hat jetzt 1107 PS. Top Speed 380 von 0 auf 100 extrem schnell. Also müsste jetzt eigentlich eine richtige Granate sein. Und ja, stimmt, wir müssen ja alles entfernen wieder. Ach Mensch, warum denn diese Motorhaube? Die ist grottenhässlich, Mann. Diese Motorhaube ist absolut hässlich, Mann. Warum kann ich die denn nicht ändern? Ja, wenigstens kommt der von vorne ganz geil. Ja, schön. Hinten würde ich den gar nicht so krass machen, sondern so. Ich würde den vorne auf. Also hinten ja, vorne gar nicht so breit machen, sondern eher so. Das passt mehr. Die Bleche gehen auch. Nee. Ich wollte schon sagen. Dann kümmern wir uns mal nochmal um die Räder. Die Toyos finde ich immer ganz gut. Ja, die Felgen gehen. Aber ich würde auch andere nehmen. Aber welche? Nicht. Mann, irgendwie. Ich nehme mal die. SSR MK3. Wartet einfach ab, das wird cool kommen.
Sind zwar nicht die schönsten Felgen auf Anhieb. Aber ich glaube, da zauber ich was raus. Genau. So, das sind nämlich sehr, sehr alte Felgen. Schade, viel größer kann ich die gar nicht machen. Aber ich kann eine Primärfarbe machen. Gut, das muss ich später machen. Also die muss ich danach, weil ich gucken will, ob ich vielleicht doch noch eine andere Farbe nehme. Felgen. Hopp, ja, sind doch groß genug. So, gucke ich mal. Eigentlich finde ich ja, passt es. Auch zu dem mit dem Bodykit. Das würde ich endlich glatt so lassen. Passt alles sehr gut. Von hinten gefällt er mir jetzt besser. Schade, Spoiler hätte ich gerne geändert. Naja, egal, gut. Dann werde ich die Felgen halt noch farblich gestalten. In so an allen, und die machen wir mal sind überlegen, gucken, einfach schwarz. So, mal gucken, wie das aussieht. Ja, irgendwie kommt das geil. Muss ich mir nochmal die Fahrzeuglage anschauen. Das kann ich noch breiter machen auf jeden Fall. Achso, nein, nein. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt werden wir mal mit diesem wuchtigen Porsche versuchen, diese Challenge zu bestehen. Also von den Leistungsdaten müsste der echt richtig krass böse abgehen. Optisch habe ich jetzt nicht so viel gemacht. Aushaltbar. Knallt schön nach. Blubbert schön nach. So, Eddies Challenge. Na, gucken wir mal. Also das ist nicht schlimm, dass ich den hier für den nächsten Wagen wieder verkaufen muss. Ich finde ihn jetzt nicht so cool, irgendwie. So, aber eigentlich geht er ganz gut ab. Können wir jetzt nicht sparen. Wobei ich mir eigentlich wesentlich mehr vorgestellt hatte. Wenn ich dazu im Vergleich den Golf 1 habe. Der Golf 1 ist wesentlich cooler. Da fühlt es sich so an, als würde der viel, viel, viel besser abgehen. Ah, nun gut. Egal. Wir versuchen das jetzt mal.